Hallo zusammen, ich bin Ronja und ich darf euch heute das Buch Die Vier in einem Perspektive von Frieda Haug vorstellen. Frieda Haug ist aus Deutschland und sie ist Soziologin, Psychologin und Philosophin und bekennende feministische Marxistin. Das Buch ist 2008 erschienen und zwar im Argument Verlag. Jetzt, um was geht es im Buch? Das Buch untersucht die verschiedenen Tätigkeitsbereiche des Menschen und nimmt dazu auch Bezug auf verschiedene politische Debatten, die in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Linken stattgefunden haben. Die Bereiche, die im Buch benannt werden, die erzähle ich euch jetzt kurz. Da ist einerseits die Erwerbsarbeit, also die Lohnarbeit, die wir alle jeden Tag leisten. Dann als nächstes wird die Reproduktionsarbeit benannt. Das ist die Pflege- und Sorgearbeit, die heute meistens unbezahlt von Frauen im Haushalt verrichtet wird und die meistens eben nicht als richtige Arbeit gilt. Und als drittes benannt wird auch die kulturelle Entwicklung. Darunter verstehen wir vor allem die Arbeit an sich selber, also das heißt lesen, lernen, ein Hobby ausführen und solche Dinge. Und zu guter Letzt benennt Frieda Haug auch noch die politische Arbeit als weiteren Lebensbereich. Bei der politischen Arbeit geht es vor allem darum, dass wir alle auch Zeit brauchen, wenn wir die Gesellschaft gemeinsam und demokratischer gestalten wollen. Jetzt, was ist die Hauptaussage des Buches? Das Buch plädiert eigentlich dafür, dass wir diese vier genannten Lebensbereiche eben gleichwertig behandeln. Das heißt, dass wir sie miteinander in Verbindung setzen und nicht hierarchisieren zwischen Lohnarbeit und zum Beispiel eben kultureller Arbeit. Frieda Haug hat einen sehr konkreten Vorschlag, und zwar schlägt sie vor, dass wir alle 4 Stunden in jedem dieser Lebensbereiche tätig sein sollen, also 4 Stunden Erwerbsarbeit, 4 Stunden kulturelle Arbeit, 4 Stunden Reproduktionsarbeit und 4 Stunden politische Arbeit. Das Ganze soll aber nicht ein starres Konzept sein, sondern es geht wirklich mehr darum, um einen Kompass, der Perspektiven für eine neue Gesellschaftsgestaltung bietet. Nur noch zu meiner persönlichen Meinung. Die Sprache des Buches ist relativ komplex und die Sätze sind ein bisschen verschachtelt, aber das Ganze wird eigentlich immer wieder aufgelockert von persönlichen Anekdoten, die Frieda Haug aus ihrem Leben erzählt. Wieso ist das Buch spannend? Das Buch ist vor allem sehr spannend, weil es einem ermöglicht, verschiedene Disziplinen und verschiedene Diskussionen zusammenzuführen. Es ermöglicht einem, die Diskussion über die Neugestaltung der Wirtschaft zusammenzuführen mit Diskussionen darüber, was der Mensch denn eigentlich wirklich braucht, um glücklich zu sein. Und das finde ich sehr fruchtbar. Und ein weiterer Punkt, den ich sehr hervorheben möchte, ist, dass das Buch wirklich auch eine konkrete Utopie bietet. Es bietet einen konkreten Anhaltspunkt, wie denn diese Gesellschaft jenseits des Kapitalismus genauer aussehen könnte. Und das finde ich ebenfalls sehr interessant.